Okay. Hier noch was aufbauen. Nicht? Okay. Ich bin Achtung! Achtung! Ja. Das sieht aber gut aus. Das sieht gut aus, ne? Achso, die Süßigkeit. Genau. Ja, das ist gut. Daher. 155. Feuerwehrfest hier in der Morsbach. Ja. Und Carsten Funke Carbus ist der Chef hier im Ganzen. Genau. Nennt sich Löscheinheitsführer, richtig? Korrekt. Seit wann sitzt ihr das? Seit 2016. Bin ich direkter Löscheinheitsführer, vorher war ich Stellvertreter. Und Chef von wie vielen Leuten? 31 Aktiven, 9 aus der Ehrenabteilung und 13 Kinder in der Jugendabteilung. Die gibt es seit wann? Die Jugendabteilung ist am 01.01.2024 gegründet worden. Das heißt, also die sind jetzt im Gründungsjahr und bauen sich gerade auf und lernen, wie man so miteinander umgeht und ein bisschen Feuerwehrtechnik. Und wir hoffen, dass wir dann in Zukunft aus der Jugendfeuerwehr dann auch unsere Einsatzabteilung dann auffrischen können. Könnten Sie auch jetzt schon, ne? Das könnten wir auch jetzt schon, ja. Aus anderen Einheiten, wenn Kinder und Jugendliche hier in den Bereich wohnen, dann können die auch direkt bei uns, wenn sie 18 sind, in die Einsatzabteilung einsteigen. Ja. Wie viele freie Plätze haben Sie denn? Derzeit haben wir noch so 10 freie Plätze. Der Termin heute kam ja ganz recht, weil ich habe noch in Erinnerung, letztlich war ja die Einweihung von Lübow. Ja. Und da habe ich gehört, dass Sie die einzige Löscheinheit sind, die noch keinen Neubarat hier in Remscheid. Das ist korrekt, ja. Es ist geplant, dass auch die Freiwillige Feuerwehr Morsbach einen Neubau erhalten soll, um auf den technischen Stand gebracht zu werden. In Richtung Arbeitssicherheit, in Richtung Ausrückung, Parkplätze und so weiter und so fort, weil auch die Fahrzeuge werden immer größer, die Aufgaben werden immer vielfältiger für eine Freiwillige Feuerwehr und da braucht man auch mehr Platz. Und das Feuerwehrgerätehaus, das wir haben, ist 50 Jahre alt und dementsprechend passt das nicht mehr in die aktuelle Zeit hinein und wir hoffen, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren uns dann auch erneuern können. Sie sagten gerade, die Fahrzeuge werden größer. Genau. Die Autos, also Quatsch, die Straßen aber nicht. Ich habe das gerade selber gemerkt. Genau. Ja, die Straße ist ja hier so vorgegeben und die Löschfahrzeuge heutzutage, die Normen ändern sich und auch die Aufgaben einer Freiwilligen Feuerwehr ändern sich. Und dementsprechend müssen wir mehr Gepäck mitbringen an die Einsatzstellen und auch vorhalten und dann auf die Fahrzeuge verlasten. Und dementsprechend werden die Fahrzeuge immer größer und immer schwerer und dann brauchen wir etwas mehr Platz. Ja. Das heißt also, hier an dieser Straße zum Beispiel suchen Sie kein Grundstück? Nein, hier an dieser Straße suchen wir kein Grundstück. Nein, das wird dann eher in Richtung Vieringhausen, Rheinzagen, so in diese Richtung möchten wir uns gerne orientieren, auf den Berg zu kommen, um mit einem Fahrzeug nicht auf den Berg raufzufahren, sondern eher mit dem PKW raufzufahren und dann mit einem LKW auf dem Plateau übers Tal zu wachen und dann die Einsatzstellen im Tal dann entsprechend anzufahren. Könnte das denn tatsächlich noch 10 Jahre dauern? Das kommt ganz drauf an, das steckt nicht drin. Also wenn uns wieder irgendwas dazwischen kommt, wie man die Bauverzögerung bei Lübow gesehen hat oder gehört hat, da steckt man nicht drin. Das kommt immer ganz drauf an, wie sich das so ergibt. Aber es ist halt ein Industriebau, der gebaut werden muss. Die Sachen müssen ausgeschrieben werden. Es gibt lange Zeiten, wo man dann auf Materialien vielleicht warten muss, bis dann die Gewerke dann umgesetzt werden. Wir hoffen, dass es deutlich schneller geht. Die Amtsleitung hat da sicherlich die ein oder andere Idee. Da schauen wir mal, was dann umgesetzt werden kann und umgesetzt wird.